Ja, du. Herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Surviving the Aftermath. Und ich sag's ja schon die ganze Zeit, aber es geht ja wirklich dem Ende entgegen. Nur das Spiel, also es zieht sich noch ein bisschen. Wir lassen jetzt hier schon fast die ganze Zeit immer durchrattern mit dreifacher Geschwindigkeit, aber dauert halt trotzdem noch ein bisschen. Och nö. Och nee. Darauf habe ich. Oh nee, darauf habe ich wirklich so überhaupt gar keine Lust gerade, ne? Das ist radioaktiver Scheiß. Gerade lief es noch so gut, ne? Und jetzt sowas. Ja, für ein Hospital haben wir nicht genügend Dings. Halt hier mitarbeiten. So, dann bauen wir mal so ganz minimal ein paar Zelte hier auf. So, Jodtabletten. Ah, wir haben bloß 200 irgendwas. Da müssen noch mal ein paar mehr her. Ja gut, komm. Den Handel mache ich jetzt aber auch nur, damit wir die Reputation hochbekommen hier. Ah, das. Ja, hier haben wir auch nichts. Gut. So, und hier brauchen wir noch zwei. Naja, gut, das haben wir ja alles. Das ist ja nicht. Keine Arbeiter verfügbar, wir haben mehr als genug. Tut nicht so. Na ja, gut, okay. Ja, Klamotten haben wir eigentlich auch gute, ne? Wenn sich die Leute die halt mal holen würden. Das ist ja auch kein Problem.
Machen sie aber halt nicht. Ohne Mist, das ist wirklich so das, was am meisten nervt als Katastrophe. Okay, gut. Ja. Einmal Verteidigung. Jawohl. Immer was das Ökosystem. Sounds good. Outpost is now complete. Schön. Und schon haben wir hier mal ein bisschen Druck dahinter bekommen. Eventuell sollten wir jetzt auch fairerweise noch einen dann in die Medizin stecken. Die ist jetzt relativ weit vorne, vor allem im Vergleich zur Verteidigung. Also ich denke, bis wir dann hier einen neuen bekommen, ja, sollte das schon passen. Hätte ja eventuell noch mehr von den Feldhospitalen gebaut, aber wie gesagt, klappt halt nicht, ne? Also haben wir zu wenig Komponenten. Und vor allem, wir brauchen sie ja im Normalfall nicht. Guck mal, wir haben so selten jetzt Krankheiten oder so große Krankheiten. Will ich jetzt eigentlich nicht noch übermäßig allen möglichen Mist machen. Das Spiel gibt uns ja auch nicht mehr. Es will uns ja nicht noch mehr Zeug geben. Oder noch mehr Bewohner geben. Von außen. So, jetzt muss ich allerdings noch mal gucken. Ach ja, ist ja noch nicht ganz fertig. Zwingen mal wieder die Leute dazu zu ernten. Ja, ich sag mal, Weizen geht eigentlich gerade so, ne? Sojabohnen haben wir genug. Karotten haben wir genug. Das heißt, die Kombi-Mal-Geschichte sollte kein Problem sein. Da haben wir immerhin noch 120. Aber gut, wir haben halt auch die Einzelheiten, die sie sich nehmen können, braten können, was weiß ich. Sollte nun wirklich eigentlich kein Problem sein. Am Verhungern, eine Person. Ich weiß nicht, was du falsch machst. Also... Tut mir leid, aber... Keine Ahnung. Das ist doch irgendwo einfach nur noch Quatsch. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, gut. So, 30. Schön, ist wieder genauso effizient, wie es sein sollte alles. Schön, nachdem wir hier ein bisschen gerodet haben hier im Hintergrund. Aber das ist halt egal. So, Kohle haben wir auch mehr als genug. Es ist
traumhaft. We've made a new discovery. Dwayne The Rock Johnson. So. Ja, und nu? Ich habe ja nichts mehr. Ist überall golden und freigeschaltet. Das auch nicht. Wir haben alles. So, gut. Also, ihr wollt immer noch nicht, ja? Muss halt auch im schlimmsten Falle abreißen, das Ding. Warum hat der hier 18? Das macht gar keinen Sinn. Naja. Das macht Sinn. Im Prinzip kann ich die doch jetzt abbauen, ne? Also vor allem die Forschungsdinger. Außenposten und der Siedler werden. Wenn das hier auch nicht klappt, naja, mal gucken, was, mal sehen, wie es jetzt nach dem radioaktiven Niederschlag ist, wenn wir wieder 60 Leute verlieren oder sowas, dann können die ja nachrücken. Ansonsten ziehen wir die dann auch ab. Und 68 kriegen wir dazu, ja. Das, okay. Das schauen wir uns mal an. Ich sag mal, drüben, das da, das da, das da. Ja, wenn wir zu dritt, spätestens wenn wir zu dritt hierher fahren als Looter, dann schaffen wir das auch. Das alles dreist wegzunehmen, ohne das hier zu benötigen. Ja gut, dann lasse ich die hier mal noch stehen. Das stört ja jetzt nicht. Shoot. 70. Jetzt ist die Frage, bleiben wir hier? Yep. Ach so, okay, du entscheidest das. Laufen wir hier hoch, plündern und gehen wieder hier runter und steigen einfach ein, oder? Mit 70. Your command, reporting in. Dann brauchst du zwei. Dahin hoch. Anscheinend doch mehr. Wir probieren das mal so. So, den wollte ich ja dabei
Ja, den wollte ich eigentlich beibehalten, weil er ein bisschen Damage macht und weil er halt Wissenschaftler ist. Dann haben wir Wissenschaftler, Plünderer, Kämpfer. Wir haben keinen Speer, ne? Eventuell, wenn nochmal ein guter Speer kommt, tauschen wir nochmal einen aus, die gut kämpfen können und dann aber einen Speer statt einen fünften Kämpfer oder sowas. So, bei so einer Nebenquest einfach die Möglichkeit haben, alles reinzuschicken. Verbrannte Erde. Ja, dann. There's a thick pillar of smoke on the horizon. Whether it's a wildfire, a distress signal or something else, checking it out might be for the best. So whatever's causing it doesn't catch the colony by surprise. Hm. Eine dicke Rauchsäule erhebt sich plötzlich in den Himmel. Es könnte ein kleiner Brand sein. Oder aber die Ankündigung einer neuen Katastrophe. Jemand sollte sich das aus der Nähe anschauen, bevor es sich als gefährlich für die Kolonie entpuppt. Ja, klar. Mach das. So. Das ist einfach nur eine Rauchquelle. Das ist nichts Besonderes, kein irgendwie geartetes. How may I help? Dann könnte das bis hier oben aber hinhauen. Aber vielleicht fahren wir dann einfach nicht ganz so weit. Nehmen lieber ein bisschen Laufsachen noch in Kauf. Also vielleicht mal nur bis hier hin. Weil dann mit ein bisschen ganz viel Glück kriegen wir das hier unten ja noch eingesammelt. Aber ich glaub's nicht. Okay, gut. Auf geht's. Einmal dieses, einmal das da, einmal jenes. Und die vier Übeltäter. Als Team. There's a thick pillar of smoke on the... So. Endlich stößt der Spezialist auf den Ursprung der Rauchsäule. Eine brennende Stadt. Obwohl die Feuer nicht mehr brennen, steigt immer noch Rauch in den Himmel auf. Der Ort wurde geplündert und verlassen, doch die Übeltäter haben eindeutige Spuren hinterlassen. Ja, Folge. Komm, Mischka, auf geht's. Kampfgeräusche erreichen die Ohren des Spezialisten, noch bevor es das Banditenlager sehen kann. Oder er, also das Ohr, die Banditenlager sehen kann. Egal. Offensichtlich haben sich die heimatlosen Stadtbewohner zu einem Rachefeldzug gegen die Angreifer entschlossen. Die gestohlene Beute liegt unbewacht am Rande des Lagers, fernab von wachsamen Augen. Greift ihr die Beute? Greift die Banditen an? Dann würde ich sagen, später zurückkehren. Das finde ich übrigens sehr, sehr geil. Das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen. Weil jetzt kannst du eben nicht die falsche Entscheidung treffen, sondern du schiebst eine Person vor, einen Spezialisten. Und wenn das nicht die richtige Art ist, dann kannst du halt nochmal nachlegen. Ist doch super. Also, naja, gut, jetzt ist hier wieder dieses das Thema mit dem Zugriff wieder mies. So, denn wir greifen nämlich die Banditen an. Ganz klar. Der Spezialist stürzt sich in den Kampf und setzt sofort zwei Banditen außer Gefecht. Das anschließende Chaos genügt, um den Stadtbewohnern einen Vorteil zu verschaffen und die Banditen zu besiegen. Der Anführer tritt mit einem strahlenden, dankbaren Lächeln an den Spezialisten heran. Vielen Dank, Fremder. Wir können jetzt damit beginnen, unsere Stadt in Ruhe wieder aufzubauen.
Es ist nicht viel, aber nimm dies bitte als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Quest complete. Ja, schön. Finde ich gut. War mal was anderes. Yes? Can't complete order. Uh-huh. Sorry, can't do that. Sorry, can't do that. Fand ich, ja, doch, ne, fand ich gut. Also man hätte jetzt natürlich sich auch die Beute greifen können, aber ne, guck doch mal. Also, ich glaube, da haben wir genug. Oder erstmal hinreichend genug. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt hier irgendwie total gierig unterwegs sein. Aber ja, vielleicht war das natürlich auch wieder falsch. Das kann ja sein. So, immer viele Leute. So, dann machen wir hier noch eins hin. Ja, gucken wir mal. Ja, na gut, ihr könnt dann erstmal wieder nach Hause. Flupp. So, Zari. 64. Ja, ich glaube, das lassen wir dann erstmal. Und du rennst mal da hoch. So, Lancaster. Achso, ja, Moga haben wir da hochgeschickt, okay. Ja, Lancaster dann, ne? Lancaster. Geh mal dahin. Auf geht's. So, da haben wir das auch. Sehr schön. Gut. Ja, dann, ne? Gehen wir hier mal mit unserem wundervollen. Nein. Machen wir nicht. Das hier eher. Das machen wir. Mit unseren Vorbereitungen für die nahende nächste Katastrophe. Na dann, nächste Folge gibt es höchstwahrscheinlich den radioaktiven Niederschlag. Dann müssen wir mal gucken, was das mal wieder für uns bedeutet. Ob wir die vielleicht halbwegs über die Runden kriegen, unsere Leute. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall können wir dann anscheinend noch ein bisschen, oder kommen wir noch ein bisschen hier weiter. Ich hätte ja schon gedacht, dass wieder der nächste Stopp vom Hauptprojekt passiert. Die Nebenquest war ganz lustig. Ne? Ich finde, es gibt deutlich schlimmere Sachen und macht sich schon ganz gut. Ja, trotzdem hätte ich eventuell ein bisschen eher oder hätte man ein bisschen eher da was machen können, vielleicht auch sollen, aber hinterher ist man immer schlauer, ne? Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, cheerio.